Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Go Sky von Legend. Leistung immer noch SL. Falls ich zwischendurch mal ein bisschen abwesend wirke. Ich führe gerade eine Diskussion darüber, wie scheiße Katja Krasavice ist in einer WhatsApp-Gruppe. Ich meine, das ist so eine typische Frau. Man muss ja auch mal Gesprächsthemen haben, ne? Die... Geschmack ist ja... Ne? Geschmack. So. Die ist ja jetzt noch nicht komplett hässlich. Die ist nur künstlich. Ah, diese Frau ist ein... Ah, nee. Die hat... die macht halt... alles falsch. Aber die Leute stehen drauf. Ich meine, es gibt ja nicht umsonst Kack Affiliate Links auf Amazon von Taschentüchern bei der. Was ich alles ist tatsächlich sogar einen witzigen Seitenhieb finde. Das ist nicht mal das Schlimmste eigentlich. Ich müsste jetzt eigentlich echt scheiße nicht heilen. Wenn ich beim nächsten Mal, dann werde ich sterben. Und sag Nägel. Nägel bringt mir nichts. Naja. Lachs. Lachs. Oder Eispranke. Was? Ihr habt eine Eispranke gefunden. Eispranken im Inventar erhöhen bei Verzehrertragfähigkeit dauerhaft um einen Punkt. Ja, warum mache ich das denn nicht? Gerade komisch gewesen. Lachslauch. Könnte ich jetzt eigentlich mal gerade ein paar Sachen essen, damit ich ein bisschen geheilt bin immerhin. Verstehst du? So wie es gerade war, war ja komplett. Nein. Nein, 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 nein. Ein Mooskrabbler. Wieso heißt, sehen die Dinger alle immer dieselben wie von Skyrim, aber haben anderen Namen? Ich weiß nicht, was daran verwerflich ist, dass Frost oder Spinne zu nennen. Das war jetzt nicht so effektiv. Fuchs. Oh, ein Pelz. Verlassene Ruine. Ja, das ist ja mal ein Name. Oh, heilt dem vor dem Synergie. Heilwurz. Okay. Oh, nö. Oh, nee. Oh, nee. Das ist noch eine größere, habe ich das Gefühl, wenn ich mich nicht täuschen würde. Naja. Reicht jetzt, ne? Der Saft wurde aufgebraucht. Ah, das ist klar, wenn man gerade über Katja redet, ne? Ich würde halt gerne mal wirklich echte Zahlen wissen. Wie viele Sexualpartner sie sind. Und wer ist das? Hallo. Ha. Ha. Sag mal. Sag mal. Auf sie! Ich mach doch gar nichts! Hey! Ja! Genau, greifst du mich einfach an. Auf sie! Ja. Tja, du hättest das überlebt, wenn du mich nicht angegriffen hättest. Aber so? Oh, ihr könnt Nahrungsmittel kochen.
Schade, ich dachte, ich könnte Fleisch machen. Also ich hätte jetzt wenigstens gedacht, so in Alter, Schritte, das sind rätselhaft Nomaden, Set-Gegenstand, okay. Ich hätte jetzt wenigstens gedacht, in Alter, Gothic. Oh, shit. Manier hätte man wenigstens das Fleisch braten können. So eine leere Weinflasche bringt jetzt sicher auch nichts. So, hier müssen wir alles mitnehmen. Noch ein Lauch. Dietrich, klar. Kelchen Eintopf. Könnte ich mal gerade essen. Er sättigt mich doch außerhalb des Kampfes, ne? Den hätte ich nicht vergessen dürfen. So, was ist jetzt eigentlich, wenn ich schlafe, ne? Werde ich dann geheilt? Hätte ich den Eintopf vielleicht gar nicht essen sollen. Naja, egal. Oh, wir reden gerade über die Abstimmung, wo sie das letzte Mal darüber geredet hat, mit was sie masturbieren soll. Wo der Flutschwinger ja in der Tat gewonnen hat. Ey, das war so. Das ist so lächerlich bei dieser Frau. So, Alchemie! Ich sollte vielleicht. Warte mal, guck mal. Hier, wo sind denn meine Zutaten da? Wo habe ich denn viele von Knochenmehl? Ein Schlammmörchen. Trollfett. Weil dann kann man ja schließlich mal ausprobieren, ne? Was man so. Eine blaue Malfassblüte kann man bestimmt mit Beeren paaren. Sage ich jetzt einfach mal. Mischung ist fehlgeschlagen, okay. Widerstehe Gift-Trollfett. Das geht bestimmt mit Mehl. Schade. Schlammmorchel mit Mehl. So ein klassischer. Nicht okay. Die beiden Sachen vielleicht? Gift, okay. Und damit? Nee, okay. Artischocken mit Nachtschatten. Geschlagen. Okay. Salz mit Öl. Oh, Mana-Regenerationsrate festigen. Mhm. Das ist ja eigentlich nur dafür da, dass man weiß. Also, dass man erfahren kann, welche Effekte so manche Sachen haben. Und vielleicht ein paar Tränke zwischendurch. Okay, das wissen wir, dass das nicht geht. Dann müssen wir die auch nicht weiter zerstören. Naja, aber irgendwie ist hier nichts weiter drin. Deswegen können wir auch direkt wieder rausgehen. Echt hier rein? Sieht ja jetzt gerade viel schöner aus als beim letzten Mal. Ich dachte gerade, die Kampfmusik beginnt. Aber das war wohl eine Fehleinschätzung. Was haben wir hier? 2 von 100 magischen Symbolen gesammelt. Okay. Ja, das gehört so zu diesen Sachen, die will ich halt unbedingt alle noch. Da will ich wirklich 100% schaffen. Weil es ist ein Let's Play quasi. Okay, gehören die Kühe irgendwem?
denke mal nicht, ne? So, vegan. Huch, wo fliegt die denn? Ah, es gehört, die Kuh ist leer. Natürlich kommt da kein Fleisch raus. Ich dachte, wie in alter Gothic-Manier kommt da Fleisch raus. Viel. Hallo? Bist du eine ziemlich langsame... Alter! Fliegen die denn so langsam? So, hier. Ist das nicht sogar Schleichangriff? Ja. Ja. Ich will da Fleisch rausbekommen. Wieso geht das denn nicht? Ich muss ja weiter Tönnies machen hier. Wahrscheinlich irgendwann dann die Quest. Oh, irgendjemand hat meine Kühe getötet. Ja, nee, das ist ja jetzt nicht verwerflich in einem Spiel. Also irgendwo ja schon immer, weil es ist ja schon... Ja, irgendwie hat man ja dann doch schon irgendwie gewisse, ich sag mal, Bezüge und Co., aber... Ich sag mal so, es wäre schlimmer in Wirklichkeit. Oh, und hier ist ein Sack in einem Hohlen. Eieiei! Na, das hat sich gelohnt. Ach, und die Kürbisse sind leer. Schade. Hm, jetzt frage ich mich gerade, respawnen hier die Gegner? Ich denke mal schon. Typisch Skyrim wäre, dass es schon wieder spawnt. Genau wie die ganzen Ressourcen. Außer Erz, glaube ich. Ne? Erz ist von nicht wieder. Meine ich. Okay. Hier war ich wohl schon mal. Gut, wir kommen ja jetzt auch wieder in bekannte Gefilde. Ne? Das ist ja jetzt nicht mehr so. Und abding war, dass wir hier schon mal waren. Ich denke, wenn ich hier die Kühe töte, das wäre schon eher schlimm. Das würde schon, glaube ich, ein paar mehr Leute stören. Ist da eine Pflanze, die wir etwa mitnehmen können? Das ist nicht so. Hör, wie, was wäre? Ich komme ja gerne, was man ja. Was hast du denn gesagt? Was säufst du? Ihr seid auf Stufe 6 aufgestiegen. Ihr habt 5 Lernpunkte, 3 Handwerkspunkte und 1 Erinnerungspunkt erhalten. Lebensenergie, 127 Mana, 88 Stamina, 95. Ich will Lebensenergie machen, weil ich habe immer noch gemerkt, das ist immer noch zu wenig. Ha, um das Heldenmenü zu öffnen, ja. Das war ja, ist ja quasi die Skill-Tabelle. Ich finde es halt wirklich nicht so geil wie lass es nicht Skyrim. Pjörlas Neiderim, kuranischer Abstammung, schwarzer geflochtener Bart und kräftige Statur, wird wegen Raubmords im Hafen Arx gesucht. Er wird vermutet, dass er sich in der Nähe des Dorfes Flussheim aufhält. Er gilt als hochgefährlich und ist vermutlich verwaffnet. Für sein Ableben sind 240 N3 Jeder Groschen ausgeschrieben. Ja. Kann es sein, dass diese Sterne, wir hatten das erste Mal einen Stern, jetzt haben wir jetzt zwei, dass die irgendwie so, ja, ich sag mal, oder wir hatten noch beim ersten Mal einen, ne? Ich weiß nicht, ich glaube schon. Naja, das mache ich aber jetzt nicht direkt, Ach nee, das war Hauptquest, ne? Ja. Bisschen über Enderer sammeln. Ja gut, das ist ja immer nebenbei. Das ist, ich glaube, wenn ich jetzt, ne? Ja, da ist keine Markierung bei, gibt's ja nichts. Ich mache mal wieder mit schlechte Schwingung weiter.
Ich glaube, ich muss niesen, wenn ich mich richtig... Ja. Musste ich. So. Was für mich bedeutet... Es geht da nach rechts. Tarahuti ist schöner als Elixier in der Klapperhöhle. Waren wir da nicht schon mal? Würde ich jetzt mal gerade so behaupten, fällt mir gerade mal so auf. Und? Grüße. Aber ja. Ja, Sachen verkaufen. Aber ja. Ich will ja, ich habe ja was, was ich nicht brauche. Hier Dolche und Kolben und Flammenstäbe. Da ist jetzt die Frage, will ich die wirklich wegmachen? Ich glaube, die könnte ich nämlich gebrauchen. Hier sind verzauberte Schwert. Bogen sollte ich behalten, eine Spitzhacke auch. Muss ich mal gleich gucken bei den Rüstungen. Gifte, die kann ich verkaufen. Genauso wie Ausdauer eigentlich, da habe ich schon gemerkt, die ist, regeneriert sich schnell genug. Was ist das? Widerstehe 5% Schockschaden. Ah, das ist nicht so wirklich viel. Spitzfingertrank, das könnte ich vielleicht behalten. Magieschutz, Magie widerstehen für 5%, das ist auch nicht so viel. Diese Lebensgenerationsdinger behalte ich mal lieber alle. Rollen. Die kann ich verkaufen, die nutze ich nie. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Teleport nach Flussheim. Naja, okay. Wenn es eine Rolle ist, dann ist es ja eh nur einmalig, denke ich mal. Seelensteine verkaufe ich erstmal die leeren. Eine verschlissene Robe kann ich verkaufen. So, jetzt muss ich selber nochmal bei der Rüstung gucken. Habe ich da. Warte mal, was habe ich für Schuhe? Mit Rüstung 8. Hier sind welche mit Rüstung 7. Die haben keine Effekte. Die hier, Vitalismus kostet 3% weniger, erhöht Mana um 8 Punkte, Elementar kostet nur 4%. Nehme ich halt lieber die. So, was haben wir da? Blockt 4% mehr Schaden mit deinem Schild aus, dann regeneriert 10% schneller. Das sind meine Handschuhe, die sind eh besser. Würde ich also auch so belassen. Was haben wir da? Helme? Da habe ich anscheinend keinen besseren. Ein Harnisch. 24, das ist halt schon wirklich das Beste. Gut, dann kann ich. Schreite. Aber ja. Aber ja. Achso, ich kann ja natürlich nicht alles verkaufen. Das finde ich auch mal schlimm. Ja, drücke H, um das Heldenmenü zu öffnen. Und jetzt? Ich habe schon alles gemacht. Da bin ich gerade irgendwie. Was für ein schöner. Nehmt euch alle Zeit, die ihr braucht. Ja, vielleicht kann ich nämlich hier. Guck mal, ich kann dem nämlich theoretisch Essen verkaufen, aber. Das ist auch nicht so sinnvoll. Brezen. Guck mal, die haben Brezen hier. Ich könnte halt wirklich immer noch Essen gebrauchen. Warte mal. Da habe ich doch Sachen, die ich nicht brauche, oder? Bei den Getränken fällt mir gerade mal so auf.
Also diese ganz komplizierten Getränke. Obwohl, ja, Mana ist natürlich eigentlich nicht so dramatisch. Na gut. Guck mal, das ist sogar relativ... Kann ich das nach Wert sortieren? Ja, guck mal. Halt euch um 4 Lebenspunkte für 5 Sekunden außerhalb des Kampfes, also 20. Das ist sogar im Kampf gut, das Geflügelfleisch. Ich kaufe mal das Geflügelfleisch und die Karotten. Ja, mehr nicht. Gehabt euch wohl. Das dürfte doch wohl als. Was ist in der Truhe drin? Achso, warte mal. Bücher. Achso, Hilfe. Okay. Da sind nämlich meine Bücher. Hier. Solange ich die nämlich da drin ablegen kann, habe ich irgendwelche doppelt Überflüsterbäume habe ich doppelt. So, das kann ich also vermutlich mal der Frau wieder verkaufen, oder? Aber ja. Aber ja. So. Ah. So. Aber ja. Das war jetzt gerade ein bisschen buggy, glaube ich. Naja. Möge sein Licht euch halten. Gab es keinen Rüstungshändler? Nein, sie ist nur zum Bestaunen hier. Sagt, was ihr braucht und macht schon. Ah, okay, den konnte ich meine Rüstungssachen verkaufen. Sehr gut. Okay. Waffen? Spitze Stahlpfeile, das sollte ich alles behalten, die haben ja eh kein Gewicht. So, hier habe ich noch den ganzen Kack, den ich zum Beispiel nicht brauche. Einzelteile, Topfenpelz, Schüsseln, Laternen, Lederhaut, Lederstreifen. Ja, Weinflaschen, alles die Sachen, die ich mitgenommen habe. Gut. Dann bin ich ja jetzt leer gestattet, sag ich mal. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.